Hallo zusammen. Heute werfen wir einen Blick auf die dunkle Seite der Natur. Denn wir präsentieren euch 10 rote Beeren, die nicht nur ungenießbar, sondern sogar giftig sein können. Von verlockend roter Farbe bis hin zu gefährlichen Inhaltsstoffen. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf diese Beeren werfen, die man besser nicht in den Mund nimmt. Taucht mit uns ein in die Welt der Täuschung und Vorsicht und lernt, wie man die harmlosen von den gefährlichen roten Beeren unterscheidet. Seid gewarnt und lasst uns gemeinsam diese faszinierende, aber potenziell gefährliche Seite der Natur erkunden. Unsere erste Beere ist die Tollkirsche. Sie sieht der gesunden Esskirsche extrem ähnlich und stellt daher hauptsächlich für Kinder eine große Gefahr dar. Die Esskirsche verfügt über einen Stein, während die Tollkirsche einzelne Samen hat. Ausnahmslos alle Bestandteile der Tollkirsche beinhalten stark giftige Alkaloide. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Krämpfe, Unruhe, Verwirrtheit sowie Atemlähmungen. Schon der Konsum von 3 bis 4 Tollkirschen kann bei Kindern lebensgefährlich sein. Bei Erwachsenen können etwa 10 bis 12 Tollkirschen todbringend sein. Zweitens, europäische Eibe. Die europäische Eibe ist auch unter dem Namen Baum des Todes bekannt, da nahezu alle Teile des Nadelbaums toxisch sind. Auch die knallroten Beeren. Insbesondere die Samen in den Früchten enthalten sehr giftiges Taxin. Bei Menschen und Tieren löst bereits ein geringer Verzehr der gifthaltigen Beeren enorme Vergiftungsmerkmale wie vergrößerte Pupillen, Übelkeit, Krämpfe, Blässe, schwere Leber- oder Nierenschäden sowie Herz-Kreislauf-Stillstand aus. Drittens, rote Heckenkirsche. Rote Heckenkirschen schmecken durch den in ihnen enthaltenen Bitterstoff Xylostein ekelhaft. Dazu sind sie aufgrund dieses Stoffes giftig. Der Verzehr führt daher zu Vergiftungssymptomen wie Magen-Darm-Problemen, Schwitzen, Gesichtsrötungen oder beschleunigtem Puls. Daneben kann der Genuss größerer Portionen mitunter Herz-Kreislauf-Störungen, Krampfanfälle sowie Fieber erzeugen. Viertens, echter Seidelbast. Der Seidelbast stellt eine immense Gefährdungsquelle für Kinder und Haustiere dar. Die Pflanze gilt als höchst giftig. Deshalb solltest du stets darauf achten, dass Kinder und Haustiere diese roten Beeren fernbleiben. Die roten Beeren des Seidelbast weisen das tödliche Gift Mezerin auf. Ebenso sind andere Pflanzenteile, zum Beispiel die Rinde, stark toxisch. Bereits das alleinige Berühren dieser Pflanze kann erhebliche Hautreizungen verursachen. Weitere Anzeichen für eine Vergiftung sind Erbrechen, Krämpfe, Blutungen und Brennen der Kehle. Für Bienen bzw. Insekten ist der Seidelbast hingegen eine nützliche Nahrungsquelle. Fünftens, Korallenbeere. Korallenbeeren sind geringfügig giftig. Die auffällig gefärbten Beeren rufen bei Menschen und Haustieren verschiedene Vergiftungsmerkmale vor. So enthalten die erbsengroßen, dekorativ wirkenden Beeren Giftstoffe, die Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Sechstens, heiliger Bambus. Der heilige Bambus ist durch seinen glanzvollen roten Beerenschmuck gekennzeichnet und wird als leicht giftig eingestuft. Demzufolge solltest du die leuchtend roten Beeren nicht verspeisen. Zudem beinhaltet nicht nur die rote, kugelige Beere, sondern die gesamte Pflanze giftige Substanzen. Siebtens, Maiglöckchen. Die roten Beeren der Maiglöckchen sehen zwar hübsch aus, ebenso wie die Pflanze selbst. Beides ist aber hochgiftig und kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Dazu gehören Herzprobleme, Magen-Darm-Beschwerden, Krämpfe, Übelkeit, Schwindel und Sehstörungen. Achtens, bittersüßer Nachtschatten. Auch der bittersüße Nachtschatten hat rote Beeren, die giftig sind. Denn sie enthalten Solanin, ein Giftstoff, der Übelkeit, Erbrechen und andere Beschwerden hervorrufen kann. Darunter Benommenheit, Krämpfe, Atemnot, Herzschwächen und Bewusstlosigkeit. Neuntens, die Stechpalme. Die roten Beeren der Stechpalme enthalten saponinenhaltige Glyzoside und sind daher insbesondere für Kinder und Haustiere giftig. Sie können Beschwerden wie Magenprobleme, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen. Die Pflanze wächst hauptsächlich in Mittel- und Südeuropa und ist durch ihre über 400 Arten weltweit vertreten. Zehntens, Kirschlorbeer. Die roten Beeren des Kirschlorbeer enthalten cyanogene Glyzoside, die im Körper zu Blausäure umgewandelt werden und damit hochgiftig sind.
Der Verzehr kann zu Speichelfluss, Schleimhautreizung, Magen-Darm-Problemen, Krämpfen, Atemnot oder Erbrechen führen. Wir haben heute einen tiefen Einblick in die faszinierende, aber oft unterschätzte Welt der giftigen roten Beeren erhalten. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht alle roten Beeren essbar sind und einige sogar gefährliche Gifte enthalten können. Denkt dran, dass Wissen über die Pflanzen in unserer Umgebung ein wesentlicher Bestandteil unserer Sicherheit ist. Wir hoffen, dass dieses Video dazu beigetragen hat, euer Verständnis für die potenziellen Gefahren bestimmter roten Beeren zu verfestigen und euch sensibilisiert hat, wenn es um das Sammeln oder den Umgang mit Beeren in der Natur geht. Passt auf euch auf und bleibt wachsam. Lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Für mehr Tipps und Tricks rund um Haus und Garten, folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen oder besuche unsere Website. Alle Links findest du unten in der Infobox. Wir sehen uns im nächsten Video.